Hey Leute, ich bin's wieder, der Leo, und heute reden wir über diese kleine rote Zahl unter euren Streams. Seit kurzem stelle ich meine Zuschauerzahl während dem Streamen aus. Also während dem Stream sehe ich nicht, wie viele Leute mir zuschauen. Das könnt ihr im neuen Dashboard ganz, ganz einfach machen. Ihr geht einfach oben auf diese Anzeigen und egal was, ihr könnt alles an- und ausschalten. Und ich schalte eben die Zuschauerzahl komplett aus. Aber warum empfehle ich euch, das auch zu machen? Wie ich immer sage, am Anfang ist das Wichtigste zu wachsen. Es geht nicht um Geld, es geht nicht darum, irgendwann einen riesigen Host per Glück zu bekommen. Es geht darum, langsam aber stetig zu wachsen. Immer mehr Leute im Internet sollen wissen, dass ihr existiert. Und im Endeffekt mehr Zuschauer natürlich. Einfach Wachstum. Dabei ist es eigentlich egal, ob ihr an dem einen Tag 10 Zuschauer habt oder am anderen Tag 40 Zuschauer habt. Das Wichtige ist, dass im Endeffekt eure Statistik immer grüne Pfeile nach oben hat. Also der Langzeitwachstum, dass ihr über einen gewissen Zeitraum, sagen wir 1-2 Monate, gewachsen seid. Mehr Zuschauer im Endeffekt da sind. Wenn mal hier ihr einen schlechten Stream habt und ihr einfach schlecht drauf seid oder ihr ein falsches Spiel ausgewählt habt oder es einfach Sommer ist und alle Leute draußen sind, dann hat man halt mal einen schlechten Stream. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht im Endeffekt gerade am Wachsen seid. Und wenn ich eben mal, ich rede jetzt in diesem Fall von mir, weil wie immer, es sind halt Erfahrungen, die ich gemacht habe, Meinungen von mir. Wenn ich die Zuschauer anhabe in letzter Zeit und ich habe mal einen schlechten Stream und es sind halt nur mal 20 Leute da und nicht 40, dann irritiert mich das. Und es kann eben 1000 Gründe haben. Meine Spielauswahl, es ist gerade ein schlechter Tag, ich fühle mich nicht so gut. Es gibt 1000 Gründe, die ihr nicht beeinflussen könnt. Und wenn dann da eben eine relativ niedrige Zahl steht, dann bin ich halt die ganze Zeit so, oh mein Gott, was mache ich falsch? Okay, ich muss jetzt sofort mehr hyped sein, ich muss jetzt sofort besser drauf sein. Oh, wir müssen das Spiel wechseln, damit, weil dann kommen vielleicht andere Leute, weil das Spiel gerade nicht so angesagt ist. Und diese Gedanken möchte ich während einem Stream nicht haben. Während dem Stream möchte ich die Leute unterhalten. Ob das jetzt 5 oder 50 Leute sind, ist erstmal egal. Ich möchte die Leute, die da sind, unterhalten. Die Leute, die sich dazu entschlossen haben, ihre Zeit für mich zu opfern. Und wenn ich dann eben aus dem Konzept komme, dann passieren so Sachen wie, dann merkt man einem an, dass man auf einmal verzweifelt ist. Dann merkt man einem an, dass man auf einmal schlechter drauf ist eigentlich, obwohl man so tut, dass man besser drauf ist. Dann wechselt man auf einmal das Spiel nach einer halben Stunde, obwohl man gar nicht dem Stream oder Twitch Zeit gegeben hat, dich zu finden, weil in einer halben Stunde kann nichts passieren. Und solche Sachen passieren dann und das darf nicht sein. Wir bereiten uns am Anfang auf einen Stream vor und da ist die Zeit zu hinterfragen, was spiele ich heute, über was rede ich heute. Und dann, wenn es soweit ist, dann kommt die Exekution, dann wird das, was man geplant hat, ausgeführt. Natürlich muss man flexibel genug sein und anpassen können, wenn man wirklich merkt, okay, das Spiel ist tot, das Spiel macht mir keinen Spaß, dann muss man wechseln können und ein Backup-Spiel zum Beispiel haben. Aber ansonsten darf man sich nicht von den Zuschauerzahlen rausbringen lassen. Wenn ihr diese Videos von mir mögt, ich bringe immer wieder solche Videos raus, lasst gerne ein Abo da oder schaut vielleicht mal bei Twitch vorbei. Und dann habe ich mich jetzt letztens eben dazu entschlossen, einfach diese Zahl auszuklicken. Und glaubt mir, es ist so entspannend. Es ist so angenehm. Ihr wisst nicht, gucken gerade 10, 20, 30, 50, 100. Es ist vollkommen egal. Ihr gebt trotzdem immer 100%. Wenn dann zum Beispiel ein Raid kommt, dann seht ihr natürlich die Zahl und wie viele euch gerade raiden oder hosten. Dann gebe ich extra nochmal 110%. Ich stelle mich vor, ich sage, wer ich bin. Einfach schnell vorstellen und sagen, das bin ich. Halli, hallo, Hallöchen. Und dann nochmal die extra 10% geben natürlich. Aber ansonsten 100% sowieso. Ob 5, 50, 500. Immer 100% geben. Die Leute sind für euch da. Die opfern ihre Zeit für euch. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch in meine Chatregeln geschrieben. Der allererste Satz ist, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute mir zuschauen. Weil es kamen auch immer mal wieder Leute rein und haben gesagt, boah, 70 Zuschauer. Und das ist dann ein geiles Gefühl, aber trotzdem, dann ist man so unter Druck. Dann ist man vielleicht extra so, hey Leute, ich bin der übrigens und hinterlasst ein Follow. Wisst ihr, das ist auch blöd. Oder manchmal kommen Leute rein und sagen, warum hast du heute nur 20 Zuschauer? Das ist doch voll ungewöhnlich. Und dann ist man so, oh, was mache ich falsch? Oh nein. Und das will ich auch nicht. Deswegen versuche ich jetzt immer mehr allen Leuten zu sagen, sagt mir nicht, wie viele Leute gerade zuschauen. Außerdem ist die Zahl, die meistens gerade angezeigt wird, nicht sehr akkurat. Twitch
aktualisiert die Zahl immer in gewissen Intervallen. Ich weiß nicht genau, eine Minute, zwei Minuten, in gewissen Intervallen aktualisiert die Zahl. Deswegen springt ja auch manchmal die Zahl von 20 auf 35 auf einmal, weil in dem Intervall Leute gekommen sind. Oder manchmal sinkt sie dann um 5 Leute auf einen Schlag und sowas. Und manchmal ist es natürlich auch ein bisschen buggy. Wir können das alle wie manchmal alle auf Twitch einfach null Zuschauer haben. Also manchmal ist es einfach ein bisschen buggy, manchmal ist es halt ein riesiger Delay drin. Das heißt, man kann sich sowieso nicht zu 100% auf diese Zahl verlassen. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht die Zahlen anschaue. Nach jedem Stream gucke ich mir die Statistik an. Zu welcher Uhrzeit sind die Zahlen gestiegen? Zu welcher Uhrzeit sind sie gesunken? Was, als ich ein Spiel gewechselt habe, was ist dann passiert? Man muss immer aus seinen Statistiken lernen. Aber während dem Streamen bringt es nichts. Natürlich, wie gesagt, man muss flexibel sein und anpassen können. Aber meine Meinung ist, bevor man live geht, einen Plan machen, was werde ich heute streamen, was werde ich für Geschichten erzählen, werde ich vielleicht das Spiel wechseln und was anderes spielen, habe ich ein Backup-Spiel, falls das Spiel überhaupt nicht gut ist, etc. etc. Einen Plan haben und dann im Stream das Ganze exekutieren. Egal, ob 20 oder 50 Leute zuschauen. Den Plan durchmachen und danach kann man in seine Statistiken gehen und gucken, war das intelligent, was ich heute gemacht habe? War das ein guter Plan, den ich mir davor überlegt habe? Und dann kann man sehen, hey, ich hätte früher das Spiel wechseln müssen. Hey, das Spiel spiele ich nie wieder. Hey, das Spiel hätte ich länger spielen müssen. Und daraus kann man dann lernen und die zukünftigen Streams anpassen. Aber wenn ich mir währenddessen denke, oh boah, heute sind es voll wenige Zuschauer, dann beeinflusst es meine Performance und dann können es auch nicht mehr Zuschauer werden, weil ich schlecht drauf bin. Und das will ich nicht. Deswegen keine Zuschauerzahlen für mich mehr während dem Stream. Das machen auch viele andere, habe ich gehört, weil ihr müsst sowieso 100% geben. Und die Zahl da oben sorgt dafür, dass ihr diese Prozent anpasst. Wenn es wenige Leute sind, gebt ihr nicht so viel Stoff. Wenn es viele Leute sind, gebt ihr mehr Stoff. Und das ist doch unfair gegenüber denen, die da sind. Deswegen einfach 100% die ganze Zeit geben. Und nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Im Endeffekt ist es wichtig zu wachsen. Und den Wachstum seht ihr nicht an der Zuschauerzahl in dieser Sekunde, sondern den Wachstum seht ihr in eurer Statistik in Bezug auf den letzten Monat, den letzten zwei Monaten, die letzten Woche etc. Nicht in der Sekunde, wo ihr live seid. Oh mein Gott, nur 10 Zuschauer. Ich wachse nicht. Das ist Quatsch. Erzählt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Macht ihr das auch so? Habt ihr es jetzt vor, auch zu machen? Wollt ihr das auf keinen Fall machen? Ihr wollt immer genau sehen, wie viele Leute gerade da sind? Lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Und ich sage Dankeschön. Das wollte ich nur mal kurz eben gesagt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.